Lieber Rainer, du bist verheiratet, du hast drei Töchter, glaube ich. Jawohl. Du bist ein treuer, ehrlicher Familienvater, das weiß ich von dir. Ich kenne dich privat sehr, sehr gut. Wir haben jetzt eine Frau zu Gast, die die Treue von Männern und auch von Frauen testet. In Wahrheit ist es nichts anderes als detektivische Untersuchungen. Ja, mit einem konkreten Ziel aber. Die Frau ist wahnsinnig sympathisch, hat dieses großartige Buch geschrieben, Lockvogel, mein Leben als Treue-Testerin. Ich habe es nicht gelesen, werde es auch nicht lesen, ich empfehle es trotzdem. Und hier ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Treue-Testerin Therese Kersten. Lockvogel. Liebe Therese, darf ich dir was zu trinken anbieten? Bitte ein Wasser. Wasser? Ja. Sehr gerne. Siehst du inzwischen durch deine Berufserfahrung Männern schon an, ob sie treu sind oder nicht? Nein. Kann man das nicht am Gesicht erkennen? Nein. Woran erkennt man es denn? Weiß ich nicht. Ihr habt ja beide auch keine roten Nasen, oder? Ich lebe mit einem japanischen Sexroboter zusammen. Bei mir ist es egal. Ich kann gar niemanden betrügen. Aber du hast neulich einen spanischen Sexroboter gehabt. Da habe ich mir gedacht, da ist er noch treu. Ich weiß es nicht. Ja, gibt es überhaupt noch diese klassische Mann-Frau-Beziehung? Sagt man, ist ja auch im Aussterben begriffen. Engagieren dich immer heterosexuelle Paare sozusagen? Also in heterosexuellen Beziehungen? Ja, schon. Es gibt auch homosexuelle Paare, die anfragen. Ich kann leider den Bedarf aber nicht abdecken, weil ich keine Tester habe, die quasi andere Männer testen wollen. Ja. Wir müssen das Pferd ganz von vorn aufzäumen. Wie funktioniert so ein Treue-Test? Also wir haben verschiedene Testvarianten vom SMS-Test bis zum Telefontest. Was ist ein SMS-Test? Ja, wir schreiben WhatsApp-Nachrichten oder ganz. Moment, eine Frau kommt zu dir und sagt, liebe Frau Kersten, ich glaube, mein Mann geht fremd. Ich glaube nicht, da geht es nicht um die Treue, um die Frage, mein Mann geht fremd, sondern geht es eher um die Frage, würde mein Mann mal wieder fremd gehen oder meine Frau? Es sind meistens Frauen oder Männer, die zu mir kommen, wo die Beziehung schon irgendwie eine Krise durchgemacht hat. Das heißt, der Partner ist schon mal fremdgegangen oder hat heimlich Nachrichten geschrieben. Ist Fremdgehen immer Krise? Für viele schon, ja. Also es scheint immer noch das Nonplusultra zu sein, dass der Partner treu ist, ja. Eigentlich spießig, so zu denken. Ich finde es nicht spießig. ja, nur ich frage nur, oder? Man kann die Frage ja, sie findet es nicht spießig, sie findet es wichtig auch, dass Leute das wichtig finden, weil sonst hat sie keine Kunden, verstehst du? Ja, ich verstehe das, natürlich verstehe ich, da bin ich dumm. Du wärst der dümmste, der schlechteste Kunde für sie. Bin ich dumm? Nein, du bist nicht dumm. Es wäre dumm für sie, wenn Leute so dächten wie du. Ja, dächten. SMS-Test, ja, das heißt, was muss ich da zahlen grundsätzlich mal? Also der SMS-Test kostet 34 Euro. 34 Euro ist eigentlich kein Geld. Das ist dann wahrscheinlich so, denke ich mir, dass du dann die Nummer kriegst von dem Mann und du schreibst dem Mann eine SMS, eine, sagen wir mal, sehr eindeutige. Und je nachdem, wie er reagiert, kann man dann daraus schließen, ob er treu ist oder nicht. Das muss dann die Partnerin wieder entscheiden, also was die da rausliest. Weil wir machen das jetzt nicht, ich kann jetzt nicht sagen, der Partner ist ja, also ihr Partner ist jetzt untreu oder nicht, weil wer definiert das? Also ich bestimmt nicht, ja. Genau, aber wo beginnt denn überhaupt Untreue? Das muss jeder ist es der Kuss, ist es eine Berührung, ist es der harte Analfick? Wann ist es, wann ist denn etwas ein Treuebruch? Naja, man muss doch mal klar reden. Ich weiß es nicht. Ja. Ich wüsste es nicht. Du? Na, sie kann es aus ihrem Alltag vielleicht beschreiben, soweit ich weiß. Ist es bei euch so, dass es nie um Sex geht? Also ihr geht, nein, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stoppen immer beim Kuss. Kuss ist, glaube ich, das Äußerste. Das ist das Maximale. Das muss ich aber sagen, es wird auch nicht angefragt. Also es kommt jetzt kein Kunde, der her sagt, ja, Frau Kersten, ich möchte unbedingt, dass mein Mann jetzt abgeknutscht wird und machen Sie davon Fotos. Das gibt es gar nicht. Ja. Und was ist, wenn die Treue-Testerin an dem Abend sich verliebt in den Typen, den sie testen muss? Also ist noch nie vorgekommen und ich klopfe da jetzt mal aufs Holz, dass es auch so bleibt, ja. Weil meistens sind die Männer, die wir testen, ja doch älter. Verstehe ich, das muss abstoßen wirken auf die Treue-Testerin. Du arbeitest aber selbst, du bist jetzt Chefin deiner Agentur, arbeitest selbst nicht mehr als Treue-Testerin. Du hast aber als Treue-Testerin gearbeitet. Genau, ich habe jetzt Treue-Testerin gearbeitet. Wie wird, also welche Kriterien muss eine Treue-Testerin erfüllen? Muss sie gut aussehen? Muss sie Einfühlungsvermögen haben? Also die muss halt ganz offen jemanden ansprechen können, das kann halt auch nicht jeder. Ja, also das Aussehen ist da jetzt mal zweitrangig, weil jeder steht auf einen anderen Typ Frau oder Mann. Ja, schon. Aber wie viel hast du im Repertoire, wie viel hast du im Angebot? 600 Tester. 600 Tester. Genau. Ja, das grenzt ja fast schon an Prostitution, was hier gemacht wird. Ja. Es grenzt. Ja, ja. Es grenzt. Natürlich. Ja. Frauen geben sich her für
Wieso hast du nichts Anständiges gelernt? Ich habe sogar was Anständiges gelernt. Ich habe sogar BWL studiert, ja. Also, ja? Aber du bist zu diesem seltsamen Beruf gekommen, weil du selbst betrogen worden bist. Mhm, und genau. Bist deinem Freund auf die Schliche gekommen. Handy angeschaut, E-Mail, Account, ja, ja, gehackt. Ja, also das ganze Psychoprogramm, ja. Ja. Sind die Männer sozusagen die perfideren Betrüger als die Frauen? Die sind einfach dümmer, ne? Ja. Ja, naiver, oder was? Nein, die hängen das halt schon an die große Glocke, ja? Also die gehen dann zu ihrem besten Freund und sagen, hey, du, ich habe da so eine kennengelernt und ich finde die ganz nett und treffe mich jetzt öfters mit der. Das würden wir nie machen, nie. Wie macht ihr es? Ja, wir schweigen und genießen. Und wer sind, und bei den Männern gibt es ja jetzt auch noch besonders Dumme, also ist es so, dass ältere Männer zum Beispiel Ärger betrügen als jüngere Männer oder jüngere Männer Ärger als ältere, kann man das auch sagen? Also wir kriegen von älteren Männern eher so Dickpics. Dickpics? Dickpics. Ja, ja. Wenn du ein Dickpic kriegst, dann schickst du das sofort weiter an die genau. Gehörnte Ehefrau. Die sammeln dann die... Ja. Ihr sammelt Dickpics. Ja, ja. So, ja, Frau Müller, wir haben hier wieder 500 Dickpics von ihrem Mann an 600 verschiedene Lockvögel. Frau Müller, schlechte Nachricht. Ja. Und dass du dann auf die Art natürlich auch Beziehungen beendest unter Umständen, ist ja. Das für dich ein moralisches Problem? Sehr ja gute Frage. Oder nein? Nein, also es ist schon so, dass die Leute, die zu uns kommen, da ist halt schon was passiert. Also die wachen jetzt nicht früh auf und sagen, oh naja, heute ist mir mal langweilig, heute teste ich mal den Alten. Das gibt's nicht, ja. Also da ist ja schon mal irgendwas passiert. Das heißt, der war ja irgendwann schon mal untreu. So ein ganz braver war er wahrscheinlich nie, ja. Und die will jetzt einfach nur wissen, okay, lohnt sich das jetzt noch mit dem oder beende ich das jetzt einfach? Das ist ja nichts Verwerfliches. Weil es ist für viele auch ganz schlimm, mit so einer Ungewissheit einfach zu leben. Und die wollen dann einfach wissen, okay, wird er noch mal oder nicht? Auf der anderen Seite muss man sagen, wir wissen gar nicht, wie viele Beziehungen gehen da jetzt auseinander oder nicht. Deswegen finde ich den Vorwurf eigentlich immer gar nicht so in Ordnung. Also zu sagen, das ist moralisch bedenklich, wir würden Beziehungen zerstören. Ist dir persönlich aber lieber, dass am Ende irgendwas, ein Dickpic kommt? Oder nein, gar dass nicht. Keins nein, überhaupt kommt? Nicht. Nein. Aber wenn nie eins kommt, dann musst und du immer nur sagen musst, tja, tut mir leid, treu. Ja, ist doch in dann Ordnung. Hast du doch das Gefühl, dass irgendwann deine Kunden ausbleiben, oder? Nein, das wird die Frage, die wird immer bei vielen Leuten im Kopf rumschwören und ich vergebe lieber einen Treuestempel als einen Untreuestempel, ja? Ganz kurz zu deiner Biografie. Mhm. Stimmt es eigentlich, was mir erzählt worden ist, was da drin steht, dass du am Anfang deiner Karriere dich im Internet hast versteigern lassen? Genau. An den Höchstbietenden für 1.000 Euro? Genau. 1.000 Euro ist eigentlich relativ wenig. Für eine Nacht ist in Ordnung, oder? Ja, aber ich lese dann immer, dass es 1 Million ist. Und ja, so. Das ist dann aber... Man hat doch für Arabella Kiesbauer mal 1 Million geboten. Was? Wer, weiß ich auch nicht. Der ORF. Aber für 1.000 Euro gibt man so eine schöne Frau wie du mit deinem Format für 1.000 Euro sich hergeben, das ist doch... Das lasse ich jetzt aber einfach so stehen. Ne? Bitte? Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja, aber nein, es lag vielleicht daran, dass du aus einem kleinen Dorf in Sachsen-Anhalt kommst. Genau, ja, was hat das damit zu tun? Weiß ich nicht, wo man vielleicht dachte, wow, 1.000 Euro ist viel. Na bitte! Na, weiß ich nicht, stell ich mir ja, so was vor. Was soll das denn? Und man kommt mal raus aus diesem kleinen Ort in Sachsen-Anhalt. Vor 10 Jahren war das wahrscheinlich eh viel und vor 10 Jahren ja, hatte ich auch noch einen Muss hinter den Ohren. Du hast dich gegen Geld, hast du deinen Körper... Genau, Prostitution nennt man das, korrekt. Dann kam das in der interessante Moment, wo du... Jemand, der dich ersteigert hat, in den hast du dich dann verliebt, genau. Hast von ihm ein Kind bekommen mhm. Und während du schwanger warst, bist du draufgekommen, der Alte hintergeht mich. Genau, korrekt. Ja, aber und da so begann dann deine neue Karriere. Hätte man aber in Wahrheit doch fast vermuten können, wenn er dich ersteigert hat im Netz, dass er irgendwie... Das könnte oder? Man natürlich, aber man nimmt halt immer als Frau an, dass man jemanden ändern kann. Ja. Dabei hat er währenddessen wieder andere ersteigert? Wahrscheinlich schon, ja. Und weil im Fußball immer der Österreich-Bezug so wichtig ist, der Mann war ein Wiener. Ein Österreicher. Vielleicht. Vielleicht, ja. Das Buch ist zwar auf wahren Begebenheiten, aber natürlich sind manche Orte geändert. In dem Buch ne? steht es, wir wollen nicht spoilern, kaufen sich dieses Buch. Da steht einiges Interessantes über diese Frau drin. Jedenfalls der Laden brummt, die Agentur blüht. Wie viele Mitarbeiterinnen? 600. 600? Ja, Testerinnen, genau. Die sind natürlich nicht alle fest angestellt. In ganz Europa? Nein, in Deutschland. Oder Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Und stimmt es, dass die pro Abend, wenn sie jemanden treffen, 15 Euro nur kriegen? 30. Ich glaube auch nicht mehr. 30 Euro pro Stunde, pro Abend. 30, okay. Und die rufen dann an und sagen, ich hab dich irgendwo gesehen und eine Freundin von dir hat mir deine Nummer gegeben. Oder wie? Also beim persönlichen Treffen, da geht man in irgendeine Bar und spricht dann jemanden an. Beim SMS-Test, da muss man halt schauen, wie sich das entwickelt. Ja. Da kann man sagen, ich habe dich vor 2 Wochen, beim Fußballspielen gesehen. Und, den Rainer zum Beispiel?
Ich finde das ja alles okay, aber was ich schon relativ geschmacklos fand, du untersuchst auch Höschen von Frauen nach fremden Männersperma. Warum nicht? Einer muss es machen. Das heißt, dir werden wirklich Höschen zugeschickt? Ja, ja. Und dann wird ein... Ich arbeite mit einem Labor zusammen, Welches Labor ist das denn? Das ist gar nicht unser. Das sind dann aber natürlich Männer, die schicken dir die Höschen ihrer Frauen. Genau. Wie viele, nur dass man ungefähr einen Eindruck bekommt, wie viele Höschen hast du in diesen Jahren zugeschickt bekommen? Das haben wir jetzt auch noch gar nicht so lange. War da immer nur Sperma in den Höschen oder auch mal andere Flüssigkeiten? Wahrscheinlich auch nur Blut. Ich meine jetzt nicht Haaren oder so, sondern vielleicht mal was Ketchup oder was Witziges. Ja, nur um es aufzuheitern. Ich finde das alles so... Aber passiert es immer wieder. Ja, also war jetzt nicht einer, der das gemacht hat. Also wir hatten einen ganz extremen Fall, der hat uns an die 20 Slips geschickt von seiner Frau. Da war fast überall Sperma nachweisbar. Der hat dann aber hinterher gedacht, dass sein Zwillingsbruder mit seiner Frau verkehrt. Ja. Wirklich? Ist er draufgekommen? Ja, ja. Und das war auch so? Es war wahrscheinlich so, wir konnten es nie nachweisen. Er hat dann auch noch einen Vaterschaftstest gemacht. Da aber kam ist die Spermaprobe von zwei eineigen Zwillingen, ist doch kaum unterscheidbar? Nein, es ist sehr, sehr schwer. Wow, das war der diffizilste Fall bisher. Ich fand, das war schon der skurrilste Fall an sich, ja, weil er hat dann auch noch einen Vaterschaftstest gewollt. Bei der Tochter, der war positiv. Beim Sohn kam er nur als Onkel oder als Großvater in Betracht. Also, ja. Schrecklich, das geht dich doch alles nichts an. Das österreichische Ländle, ja. Wo genau war das? In ist doch egal. Lesen Sie dieses Buch Lockvogel von Therese Kersten. Schauen Sie sich bitte die Fußball-WM an unter der charmanten Leitung von Rainer Pariasek.